herzlich willkommen zurück bei The Evil Within. Und ich hatte recht. Ich hatte recht in der letzten Folge. Der erste, wo gestorben ist vom Bravo-Team, war Kenneth. Kenneth, das war der erste, wo vom Zombie gefressen wurde. Und so ist es, ja. So war es, so ist es. Und ich hatte recht. Ich kenne auch mein Resident Evil. Kenneth J. Sullivan. Genau. Der wurde vom Zombie gemampft. Und der auf der Veranda draußen, das war Forrest. Nee, Foster. Wie hieß er? Gott verdammt, das muss ich nochmal nachgucken. Resident Evil Bibel. Hoppala. Forrest oder Foster? Ich bin mir nicht mehr sicher. Omni-Man Forrest Speyer. Genau, der hatte den Granatwerfer dabei für Chill. Wurde von Krähen zerhackt. Gepickt, gefressen. Liebkost, nennt es wie ihr wollt. Hey, meine Lieblingsmatratze wartet auf mich. Was? Schon wieder? Ja, Leslie. Stell dir vor. Ich verliere den Verstand. Ist halt ganz nett, dass wir immer mit der Ausrüstung, die wir schon haben, hier in diesen Ort gelangen. Ich nehme mal meine Laterne mit. Ja, guten Tag. Sie sieht echt ein bisschen aus wie Bayonetta, oder? Das ist so meine Speicherzone, wo ich speichern kann, meine Checkpoints, meine Schreibmaschine ohne Farbband. Das ist die Schreibmaschine, sie ist mein Farbband, oder wie soll ich das verstehen? Was haben wir hier eigentlich? Serienmörder schlägt zu. An Opfern wurden Operationen durchgeführt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Serienmörder für die Morde verantwortlich ist. In mehreren Gemeinden im Umfeld werden Personen vermisst. Oh, jetzt wollte ich dieses Ding anmachen. Vermisst. Leslie Withers. Der Psychiatriepatient Leslie Withers verschwand aus einem abgeschlossenen Zimmer in der Beaker Nervenklinik. Das ist doch der, die das, was wir gesehen haben, ne? Das immer sagt, au, Schmerz, Falle, au. Kann ich da rein? Ne. Ach, mein Lieblingsstuhl. Wie habe ich dich vermisst? Es gibt doch nichts Schöneres, als nach einem langen, harten Arbeitstag sich darin reinzusetzen. Einfach mal so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Was kann ich denn upgraden? Feuerrate? Ja, nachhaltige Schwere. Magazinkapazität. Neuigkeit. Was habe ich denn hier so? Streichhölzer ist, glaube ich, ganz intelligent. Weil komischerweise kann er nämlich nur 5 tragen. 5 Streichhölzer. Wir wissen, wie kleine Hosentaschen der Kerl hat. Okay, dann gehe ich mal wieder raus aus dieser Parallelwelt. Oder was immer das sein soll. Warum spielt jetzt wieder klassische Musik? Okay, dann gehen wir doch mal weiter mit unserer kleinen süßen Laterne. Ich wette mit euch, im ganzen Spiel sind Referenzen zu Resident Evil versteckt. 100 Pro. Ach, da ist die Szene mit den Zweck, ja. Jemand läuft rein. Schleichangriffe. Okay, mit A kann ich instant killen. Eine ziemlich klapprige Holztür, das sage ich dir. Ja, mein Sohn, so schnell geht's. Nee, du bist natürlich nicht mein Sohn, aber hey. Ach, hier komme ich gar nicht vorbei. Ist hier oben noch was? Nee, überhaupt nicht. Gut, dann gehen wir doch mal rein, gehen wir doch. Ha, die Tür war die ganze Zeit auf und der Typ klopft dagegen. Ha, ist der doof. Er hat nie gelernt, an die Tür zu benutzen. Hey, SES läuft durch den Wald. Leslie, komm, hinterher. Yay! Oh, guck mal, da vorne. Ist das das Herrenhaus? Die Spencer-Villa.
Müsste da nicht eigentlich der ganze Wald brennen, so? Psst. Oh, eine Statue. Paum. Hey, das ist ein Schlüssel. Für was brauche ich den Schlüssel? Moment, ich habe doch ein Inventar, oder? Ja. Schlüssel 1. Ich hätte gern Infos dazu. Ja, nicht zum Revolver, zum Schlüssel. Da rechts, den Schlüssel. Da. Komme ich wieder nicht. Vielleicht ist das so das Äquivalent zum Dietrich? I don't know. Leck die Flasche. Are you guys from around here? I don't know where. Come on. Wow, besorg dir mal eine Gesichtscreme. Alter Schwede! Was geht denn hier auf? Das ist wie bei den Gremlins. Setze sie nicht dem Licht aus. Fütte sie nicht nach Mitternacht. Ach du Kacke. Es hat mich gesehen! Hallo? Ich würde dir gerne ein Stück Hirn rausballern, wenn du gestattest. Warum gingen die ersten zwei Schüsse fehl, und warum hört das der andere Kerl nicht? Heilspritze. Nice. Die lege ich mir doch gleich mal auf die Schnellwahltaste. Nein, nicht den Revolver. Das Ding. Okay, wo ist sein Kollege? Der ist da vorne. Habe ich zwei Schuss verschwendet. Einmal links vorbei, einmal rechts vorbei. Ja gut, das ist halt so wie in den guten Filmen und anderen Spielen. Ne? Man gibt halt erst zwei Warnschüsse ab, weil es könnte ja sein, dass man sich irrt, dass Halloween ist oder so. Nicht, dass du Unschuldige über den Haufen ballerst. Aber wenn schon jemand mit Stacheldraht in seiner Fresse auf mich zukommt, denke ich mal, dass der nicht mehr so ganz bei Sinnen ist. Das ist jetzt meine professionelle Meinung als Detektiv, ne? Sie haben ja schon irgendwas Zombie-artiges an sich, ne? Es fehlt halt nur noch so der Crimson Head, dann wäre alles wieder perfekt. Gut, dass ein Detektiv bei der Polizei ein Kampfmesser dabei hat, oder? Wir wären so aufgeschmissen, wenn er das nicht hätte. So, der Typ kommt aus dem Haus, der ist bestimmt was drin. Da ist bestimmt was drin. Ich mache meine Heckleuchte an. Nein, das Ding ist leer. Ah, da liegt Zeug. Oh mein Gott, Streichhölzer. Sollte ich sie anzünden oder nicht? Heilpaket. Patronat. Könnte ich mich verstecken, wenn ich wollte? Ich wüsste aber jetzt nicht für was, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht sollte ich mal das... Holy fuck! Vielleicht sollte ich aufpassen, wo ich hintrete, das wollte ich sagen. Okay. Ich habe sehr, sehr viel Lebensenergie, habe ich gesehen. Ich bin genau auf dem Strich. Ach, Leslie braucht nicht so viel Lebensenergie, das passt schon. I feel like I'm being pulled, just looking at it. Hey, ich regeneriere wieder selber Health.
Bis zu diesem roten Stich wahrscheinlich. Ist das nur, wenn ich stillstehe? Mehr Lebensenergie, mehr. Sieht so aus, als wäre das wirklich nur, wenn ich stillstehe. Ah, da vorne steht schon wieder jemand. Da. Da ist einer, da vorne ist einer mit Fackel. Ich sehe euch doch. Ich sehe euch doch, ihr Schweine. Vielleicht sollte ich gleich meine Heckleuchte ausmachen, ne? Na gut, bisher sieht mich ja noch keiner. Also mal gucken, ob da vielleicht noch Hagel rumliegt. Ich denke mal, es wird eine längere Reise und ich muss immer gut aussehen. Ich kann nicht so zerlumpt und zerhauen da rumlaufen, das geht doch nicht. Okay. Plopp. Mach mal die Heckleuchte aus. Es ist nur ein Zombie. Wirf ein Stück Fleisch entgegen und alles wird jut. Wisst ihr was? Ich glaube, es ist intelligenter, wenn ich von der anderen Seite komme. Vielleicht kann ich ihn Stealth töten. Wenn der Busch aus der Kamera rausgeht, dann könnte ich das vielleicht machen. Müsste der Zombie eigentlich nicht schlechter sehen, wenn er direkt vor dem Feuer steht? Na gut, er steht hinter dem Feuer. Doch, er steht vor dem Feuer. Das Feuer ist hinter ihm. So. Ich könnte Heuballen anzünden. Aber warum sollte ich das wollen? Ich lerne schon wieder so viel in dem Spiel. Feuer legen ist gut. Brandschatzen. Brandschatzen, gut. Ich kann nur zwei Heildinger mit mir rumführen? Really? Nehme ich doch mal eins. Ah! Wie damals in der Highschool. Dasselbe Gefühl. Praktisch, dass Objekte gehighlightet werden, dann brauche ich das Ding nicht anmachen hier, die Laterne. Ich habe eine Laterne am Arsch und ich bin glücklich. Ich höre noch irgendwo jemanden atmen. Es hört sich zumindest so an. Also, heißt es, ich muss da vorne zu diesem Leuchtturm? Ah, da steht jemand. Da. Man sieht ihn ganz schlecht, aber er ist da. Vielleicht sollte ich sagen, es... Der gute alte Mr. Douglas. Er war schon immer ein komischer Kerl. Bleib, 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 bleib! Oh, war das knapp. So gefällt mir das. Oh shit, da steht noch einer. Ich entschärfe jetzt erstmal die Bärenfalle, dann bekomme ich nämlich so komische Teilchen. Hey, ich war im Schatten. Wenn ich nicht treffe. Das Aiming ist ein bisschen wackelig. Auch die Tatsache, dass das so nah reinzoomt. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mich ducken. Aha. Da spannt jemand Drähte. Das wird irgendwas in der Nähe, ich hör's. Oh, Hagel. Ich habe dich gefunden. Oh, du wunderschönste Erfindung aller Erfindungen. Ja, weh, das nenne ich mal Blutspur. Gibt's bestimmt noch mehr zu holen hier drin, oder? Ah, was haben wir denn hier? Drogen! Moment, pfeife ich mir rein. Ah. Man merkt, dass unser guter Detective Erfahrung mit Spritzen und sowas hat, ne? Merkt man.
Ich habe da vorher noch irgendwo jemanden gehört, aber ich sehe halt nichts. Hey, Bärenfalle. Klonk. Ist das irgendwo jemand in der Nähe? Da brennt Licht. Da ist er. Yes! Schmutzfuß! Warum sollte ich den abfackeln? Es ergibt keinen Sinn. Hagel! 700 Milliliter Hagel, jawoll! Ich weiß nicht, ob das nach dem Timer geht, wann die aufstehen, oder... Wo zum Teufel bin ich hier? Ah, wieder so ein Stolperdrähtchen. Kann ich das nicht entschärfen? Ah, doch. Gut, dass das nicht fehlschlagen kann. Das freut mich. Das freut mich sehr. Habe ich jetzt alle getötet? Yeah, ich bin wie James Bond. Nur anders. Okay. Hey, da liegen ja zwei. Ihr steht bestimmt auf, oder? Guck mal. Gekröse. Lecker. Ha! Habe ich es doch gewusst, ihr Schweine hier. Glaubt ihr, ich bin blöd oder was? Ihr dacht nicht, ich bin blöd. Ach, das war mit dem Bären fallen, okay. Dann bin ich da eh quasi in jedem Haus gewesen. Wunderbar. Kommt gleich El Gigante, so wie es aussieht. Es ist schon sehr Resident Evil 4-like, wenn ich ehrlich bin. Aber bisher ist es vielleicht Survival, aber vom Horror merke ich noch nichts. Okay, und da habe ich aufgehört zu spielen. Das ist jetzt alles wieder blind. Na, wo sind wir denn? Da raschelt was im Busch. Da raschelt was im Busch. Oh, da vorne ist Partytime. Da hängt jemand. Ich denke mal, ich sollte mich da nicht einmischen. Ich gehe jetzt mal hier ins Häuschen. Boom! Eiserne Faust der Gerechtigkeit. Was haben wir hier? Kartenfragment 3. Okay. Ach, meine ganzen Syringes sind voll. Lebensenergie ist auch voll. Sollte mich mal öfters treffen lassen, ne? Das ist so Resident Evil 4. Da vorne. Finde ich zumindest. Blümchen. Was geht denn da ab? Ach, da ist das Mitternachtsmahl im Gange da vorne. Die essen. Good God. Nom 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 nom. That's right. Just keep doing what you're doing. Ja, ja. Lasst euch von mir nicht stören. Ich bin auf der Durchreise. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin Leslie, der wunderschöne Detektiv. Und ihr macht, was ihr immer macht. Ah. Hör auf zu rascheln. Ich mag das nicht. Was zum Teufel? 2, 4, 5, 6. Wisst ihr was? Ich verstecke mich hinter der Wand. Jo. Wir haben sogar noch einen an dem Baum genagelt. Das ist ein wunderschöner Sound, dieses. Das ist schon cool. Den könnte ich stealth töten da vorne. Nein, wer hat mich denn gesehen? Du oder was? Bam! Olle! Bam! Bam! Und tschüss. Wow, er kann genau 5 Schritte sprinten. Verfolgt mich noch was? Oh ja, eine hungrige Meute. Shit. Und von Asteros! Das ist so Resident Evil 4. Hui! Und er ist sowas von Leon S. Kennedy.
Lasst mich der Erste sein, was sagt. Las Plagas. Kapitel 2 überlebt. Natürlich ist es nicht Las Plagas, aber hey, man weiß ja nie. Nächstes Kapitel. Bisher ziemlich verwirrend. Kapitel 3, die Klauen der Horde. Für die Horde! Da wird sich die Allianz freuen, das sage ich euch. So, eine kurze Badetour, sind wir wieder frisch. Das passt, das finde ich gut. Okay, wo bin ich denn jetzt? Ich warte, bis so ein Händler kommt und sagt. Wisst schon, was er immer sagt. Ich habe vergessen, was er sagt. Kann ich das Boot nehmen und abhauen? Geht das? Nein, geht nicht. Das sind unsichtbare. Oh, Haargel. Ich habe schon 7000 Haargel. Ich finde das so lächerlich, dass du mit der Faust in die Eisenkisten und Holzkisten zerdeppern kannst. Oha, was sieht mich denn? Oder viel bessere Frage, wo ist denn hier was? Oh, hi. Oh, Massenmord. Moment. Plopp. Wie hieß es immer? Wenn du draußen in der Wildnis übernachtest, sieh zu, dass du einen warmen Hintern hast. Habe ich gemacht. Okay, ich kann wieder ein bisschen Licht riskieren. Genau, da gehe ich jetzt durch, oder? Weil ich bin bekloppt im Kopf. Ich habe sonst nichts zu tun. Shit. Es ist nur Holz. Räum es aus dem Weg. Du kannst das, Leslie. Du kannst das. Kannst du das aufmachen? Nee. Ich will nichts sagen, das ist ziemlich geisterstadtmäßig irgendwie. Ah, die Grafik ist schon der Hammer in dem Spiel. Oh. Oh. Du siehst noch frisch aus. Tschup. Wobei ich jetzt eigentlich die ganze Bude abfackeln würde, ne? Aber. Für einen Moment dachte ich jetzt, ich fackel die ganze Bude ab. Oh, Haargel. Nice. Gott, das ist ja mal eine Stadt, wo nichts los ist. Hier schon wieder diese klassische Musik. Das heißt wahrscheinlich, das ist wieder so ein Punkt, wo ich in die andere Welt wechseln kann. Das Quietschen der Türen ist ein bisschen fiese. Flaschen zum Werfen brauche ich nicht. Ich habe einen Revolver dabei. Oh, ein Piep-Piep-Piep-Piep-Piep-Piep-Ding. Kann es sein, überall wo dieses Blutfleck drauf ist? Ja, überall wo der Blutfleck drauf ist, ist die schöne Krankenschwester, die aussieht wie Bayonetta und mich da wegführen will. Ja, was haben wir denn hier? Tagebuch von Sebastian Castellanos. Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Myra Hansen ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig, genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen, sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Ja. Denk dir nichts, das habe ich auch gemacht im Intro. Ekelhaft, danke. Ja, lecker. Ach, das sind noch mehr, die habe ich jetzt gar nicht gesehen im Licht. Das ist ein schönes Ferienhotel, oder? Das würde ich auch buchen.
Wollten Sie schon immer mal auf einer Kakerlakenfarm übernachten? Ich glaube, unser guter Detective ist voller Chunky. Warum ist die Tür zu? Hey Babe! Was? Ein Speierpunkt oder was? Mach dein Shirt auf, Baby! Mach dein Shirt auf! Wo gehst du hin? Was zum Teufel machst du? Oh, wir vergnügen uns im Hinterstübchen. Hab schon verstanden. Hello, Lady! Where are you taking me? You don't talk much. Okay, hier ist nicht viel los. Ach, dafür brauche ich die Schlüssel. Ah. Detective Castellanos. Castellanos. That key will allow you to open this door. Warum gibst du mir deinen Schlüssel nicht? Ach, ich kann mir das aussuchen. Nimm mal das hier. Waren das 12 Shotgun Gorges, sprich Patronenhülsen? Ach, das sind so Boni, da kann ich dann wieder Bonus-Items bekommen. Waren aber ziemlich viele Schließfächer, muss ich zugeben. Was ist das? Eine Karte der Stadt. Vielleicht bringt es etwas, sie wieder zusammenzusetzen. Ach so, ich muss die Fragmente finden. Okay. Ein hochmoderner PC mit Windows 95. Okay. Das ist die andere Tür. Oh yeah. Oh yeah. Mm, yeah. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind, ne? Oh yeah. Ach ja, Upgrades wollte ich machen. Ach, ich bin immer so leicht abgelenkt. Das stört die Frau überhaupt nicht. Finde ich gut. Finde ich gut. Sie will es doch auch, ja. So, 7300. Bin ich mal gespannt, was ich dafür bekomme. So, mein Oculus Rift wieder aufsetzen. Passt. Spritzenwirkung. 2500 fehlt mehr Spritzen. Ja, kann ich jetzt quasi 3 tragen. Ah, viel Spritzenwirkung. Nahkampfschnitt. Maximale Sprintdauer. Ne, mehr Lebensenergie. Das könnte ich mir eigentlich aufheben. Nachhaltige Geschwindigkeit. Ne? Ich weiß nicht. Kritischer Schaden vielleicht. Genauigkeit. Oder mehr Munition. Hm. Oder mehr Streichhölzer. Mehr Streichhölzer ist nicht verkehrt. Komm, mach ich gleich 15. Gut, passt. Ich werde auch gleich geheilt hier drin. Ist doch schon mal ganz lässig eigentlich, ne? Ah, Kakerlaken. Ah. Die hätte ich jetzt eigentlich gern vergessen, aber naja. Ach ja, ich war in diesem romantischen kleinen Häuschen. Schön. Liebe Leute, wie es weitergeht bei diesem romantischen, total fröhlichen Spiel namens The Evil Within, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge doch einen Daumen, schreibt einen Kommentar, sagt mir, wie ihr es findet. Ich bin euer Zarko und ich sage natürlich wie immer, stay tuned and so long.